Der intensive Anspruch des Absoluten. Johannes 3, Verse 16 bis 21. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Der Begriff intensiver Absolutheitsanspruch stammt von Gustav Mensching, 1901 bis 1978. Das war ein deutscher evangelischer Theologe, der sich zunehmend der Religionswissenschaft zuwandte, deren Eigenständigkeit und Erkenntnisanspruch in Abgrenzung zur Theologie er betonte und auch beförderte. Nach Mensching wird der Absolutheitsanspruch falsch verstanden, wenn er als logisch erkenntnismäßige Richtigkeitsaussage aufgefasst und apologetisch gegen andere Religionen gewendet wird. Heutzutage würde man das wohl als Toleranz auslegen und definieren, die aber meiner Ansicht nach nicht im religiösen Verständnis und deren Auslegung und Interpretation liegen kann, sondern in der göttlichen Wahrheit und seinem Anspruch und in der Eingebung allein durch den Heiligen Geist, über den ich auch als Gläubiger nicht eigenmächtig verfügen kann. Dennoch ist dieser Begriff sicherlich wahrheitsgemäß, denn es gibt ja diesen Absolutheitsanspruch und der ist durchaus auch intensiv und ernsthaft zu verstehen. In Römer 9, Verse 18 bis 21 heißt es: So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, was beschuldigt er uns da noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister: Warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht, über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Das klingt wohl zuerst einmal ziemlich ernüchternd, aber es macht deutlich, dass ich, auch als Gläubiger, es nicht in der Hand habe, Absolutheiten und entsprechende unabhängige Wahrheiten zu deklarieren, anzuerkennen, abzulehnen oder einzutüten und zementieren kann. Das kann nur Gott und wem er es offenbaren will. Als Jesus die Jünger fragte, was sie glauben, wer er sei, antwortete Petrus, dass Jesus der Heilige Gottes, der Sohn Gottes und der Messias sei. Jesus antwortete in Matthäus 16, 17 folgendes: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Im Zeitalter der Toleranz, der ökumenischen Bewegung, der verpönten sogenannten christlichen Fundamentalisten empfinden es nicht wenige Zeitgenossen als eine Unverschämtheit, als Anmaßung und purer Fanatismus, wenn jemand behauptet, den einzig richtigen und wahren Weg zu kennen und entsprechend auch das Leben dem zuzuführen, nämlich in der Erkenntnis Jesu Christi, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und der einzige Weg zu Gott, Johannes 14, 6. Das wollen viele nicht anerkennen. Viele, die sich nach irgendwelchen Ideologien ausstrecken, wo alles erlaubt ist, wo jeder Recht hat, wo es keinen Absolutheitsanspruch gibt, weil das wohl ungerecht wäre, und doch jeder so glauben darf und sollte, wie er das möchte
Und entsprechend wäre dann auch alles richtig und alles korrekt und nichts wäre verkehrt und nichts wäre falsch. Alles ist richtig, jeder hat recht. Es gibt viele Wege in den Himmel, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel hier aussagt. Das war damals so, dass die Menschen Jesus Christus nicht als den anerkannten, der er war, und das hat sich bis heute ja auch nicht geändert. Wenn echte Christen sich allein auf ihn, auf Jesus berufen, um von ihren Sünden erlöst zu werden, gemäß Johannes 3, 16 bis 18, dann werden sie angefeindet und meinen, sie hätten eine Einstellung, die heutzutage einfach nicht mehr geduldet werden kann. Denn alles ist ja möglich, alles ist erlaubt, alles ist richtig. Absolutheitsansprüche sind verpönt, die will man nicht. Das sehen viele als Besserwisserei, als Hochmut, als Arroganz. Und dann wird man sich einer falschen Einstellung unterwerfen, die absolut von unten kommt, die keine Toleranz ist, keine Freiheit, sondern Sklaverei und eine Lüge. Aber das wollen die Menschen nicht hören. Sie meinen, sie sind im Recht, sie wissen es besser. Und wenn es einen Gott gibt, dann wird er das auch so akzeptieren. Aber die Bibel sieht es eben absolut anders. Solche Menschen, die das ablehnend fühlen und sich schnell bevormundet fühlen, berufen sich entsprechend eben auf ihre eigene Kompetenz in Glaubensfragen und wollen es einfach nicht wahrhaben und glauben, dass man zu Gott ohne Umwege allein durch Jesus Christus, den gekreuzigten Sohn Gottes, kommen kann, weil er eben diesen Absolutheitsanspruch für sich selbst, für seine Tat, für das Evangelium zu Recht in Anspruch nimmt. Und das ist der einzige Weg, dass wir Frieden mit Gott finden dürfen. Alles andere ist Lüge, Selbstbetrug und Verführung. Das ist ihnen, diesen Menschen, zu einfach und würde sie ja quasi von ihrer eingebildeten Macht der Selbsterkenntnis und Weltanschauung und Ideologie fernhalten. Aber das wollen sie nicht. Oft lese ich, dass viele davon ausgehen wollen, dass sich Gott eben auf vielerlei unterschiedliche Arten und Weisen offenbart hat und demnach jede Religion, jedes Buch mit Anspruch auf Göttlichkeit und jeder Glaubensanspruch seine Berechtigung und Richtigkeit besitzt, irgendwie. Alles im Geist der Toleranz und Gleichmacherei. Die Bibel widerspricht dem, wie gesagt, eindeutig. Alles in der Schrift konzentriert und bezieht sich auf Jesus Christus, den Messias. Nach jüdischem Verständnis ist der Messias bis heute noch nicht erschienen. Nach christlichem Verständnis dagegen ist der Messias bereits in Gestalt Jesu Christi in die Welt gekommen, indem Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, das Wort wurde Fleisch und sich selbst offenbart hat und zur Sündenvergebung sein Leben hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, nicht ins Gericht kommt, sondern Frieden mit Gott haben darf. Und das ist die Wahrheit und das ist das, was heutzutage nicht gehört und gelesen und verstanden werden möchte. Es gibt eine Quelle für diesen Absolutheitsanspruch und das ist das biblische Evangelium, das ist die Person Jesus Christus. Wir wissen als Bibelleser ja auch, dass die Juden, die eben nur die 5 Bücher Mose anerkennen, in gewisser Weise, was den Messias betrifft, verstockt wurden. Das ist schon ein Gericht von Gott wegen ihres Unglaubens, wegen ihrer falschen Sicht der Dinge. Aber wir wissen auch, dass Gott einen Bund mit den Vätern gemacht hat und dass Israel noch viel zu leiden hat in Zukunft, aber letztlich ein Überrest von Gott bewahrt und beschützt werden wird, um der Väter willen, und dass sich dieses letzte Drittel dann auch zu Jesus Christus bekennen wird. Das wissen wir, dass es so kommt, das steht so in der Bibel, und das wird genau so geschehen. In 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 12 bis 14 schreibt der Apostel Paulus:
Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testamentes und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Dieser Jesus ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 1. Timotheus 3,16. Es mag für manche tatsächlich anmaßend aussehen, wenn man sich nicht groß auf Diskussionen einlässt, aber soll man die Wahrheit, die einem im Heiligen Geist offenbart wurde, ignorieren und relativieren und sich dem Zeitgeist anpassen? Ganz gewiss nicht. Paulus tat das auch nicht, nachdem ihm Jesus begegnete. Und laut Galater 1,6 besprach er sich nicht erst mit Fleisch und Blut. Er wurde überzeugt durch den Heiligen Geist. Und das zählt auch für jeden heutigen Gläubigen. Er tat, wozu ihn der Geist Jesu trieb und befähigte. Leider muss man feststellen, dass viele, die die Fahne des Humanismus, der Ökumene, des Islams, der Freimaurerei, der Welteinheitsreligion, die wohl kommen wird, und auch mancher Ideologien, dass solche Leute nicht wirklich an der Bibel interessiert sind, an der Wahrheit. Sie lassen sich entsprechend vom Zeitgeist, von fanatischen Anführern, von Eingebungen und eigenen Lehren beeinflussen oder verlassen sich auf den berühmt-berüchtigten gesunden Menschenverstand. Sie denken ernsthaft, Gott wird an so kleinkarierten Dingen wie an nur einen einzigen Weg in den Himmel glauben zu müssen, nicht festhalten, wenn die große Völkergemeinschaft doch nach persönlicher Entscheidungsfreiheit und eigener Interpretation und Toleranz schreit und lechzt. Aber da liegen sie ganz verkehrt. Die Bibel sagt, dass Gott einen Sohn hat, einen eingeborenen, griechisch monogenes, also einzigen, und dass wer diesen einzigen Sohn im Glauben an seine Tat im Herzen aufnimmt, Jesus also bittet, in sein Leben hineinzukommen, von Gott selbst geliebt ist und nicht verloren geht, sondern erlöst wird von aller Schuld und ewiges Leben hat. Alles steht und fällt mit Jesus Christus. Johannes 3,36. Gott ist Geist. Und um sterben zu können, um Erlösung zu bewirken, musste Gott eben ein Mensch werden, der sterben kann. Darum wurde das Wort Fleisch. Und Jesus Christus ist Gott. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Bibel zeugt von sich selbst, das Wort Gottes zu sein. 2. Timotheus 3, 14-17. Sie ist absolut glaubwürdig. Es werden leider einige Menschen, die einmal guten Willens waren, der Bibel in ihren klaren Aussagen zu glauben, sich davon distanzieren und abfallen und verführerischen Geistern und Lehren anhängen. 1. Timotheus 4, 1-3, das sind solche, die niemals vom Heiligen Geist auch in der Weise verändert wurden, dass sie tatsächlich zu Jesus Christus und von Jesus Christus gekannt waren. Was nicht der gesunden biblischen Lehre entspricht, sollen und müssen wir klar zurückweisen, auch wenn dies persönliche Nachteile bringen sollte und die große Masse uns dann als intolerant und als fanatisch und als unbelehrbar abstempelt. Zu Johannes 3,16 schreibt Charles Haddon Spurgeon Folgendes: Von allen Sternen am Himmel ist der Polarstern dem Seemann der nützlichste. Dieser Spruch ist ein Polarstern, denn er hat mehr Seelen zum Heil geführt als irgendein anderes Schriftwort. Er ist unter den Verheißungen, was der große Bär unter den Sternbildern ist. Mehrere Worte darin leuchten mit einem eigentümlichen Glanz. Hier haben wir Gottes Liebe mit einem Also dabei, das ihre unermessliche Liebe anzeigt. Dann haben wir Gottes Gabe in all ihrer freien Zugänglichkeit und Größe. Ferner auch Gottes Sohn, jene einzigartige und unschätzbare Gabe einer Liebe, die sich nie völlig zeigen konnte,
bis des Himmels Eingeborener gesandt ward, um für die Menschen zu leben und zu sterben. Diese drei Punkte sind voller Licht. Dann ist hier die einfache Forderung des Glaubens, die gnädig auf einen Heilsweg deutet, der für schuldige Menschen passend ist. Diese ist verbunden mit einer umfassenden Bezeichnung, alle, die an ihn glauben. Viele haben in diesem alle Raum gefunden, die sich durch ein engeres Wort ausgeschlossen gefühlt hätten. Darauf kommt die große Verheißung, dass die, welche an Jesum glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben sollen. Wir glauben an den Herrn Jesum und wir haben das ewige Leben. Soweit. Der Absolutheitsanspruch des Christentums besteht also in der offenbarten und begründeten Überzeugung, dass Gott sich in Jesus von Nazareth endgültig und verbindlich mitgeteilt hat, dass also die Offenbarung und die vermittelten Worte der Person des Jesus Christus keine Religion neben anderen ist, sondern unbedingt gültige Wirklichkeit und Wahrheit ist und sein muss, in der allein die menschliche Sehnsucht, Bestimmung und der Sinn des Lebens zur Erfüllung und zum seligen Ziel kommt und führt, allein in Jesus Christus, dem gekreuzigten Sohn Gottes, der um der Sünde willen sein Leben hingegeben hat. Sein Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und durch seine Auferstehung ist jeder, der an ihn glaubt, vor Gott gerechtfertigt. Jesus verkündete, dass er allein der Weg zum Heil ist und dass er die personifizierte Wahrheit ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, 6, wie gesagt. Petrus sagte in Apostelgeschichte 4, Verse 11 und 12, er, Jesus, ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist, und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Kolosser, Kapitel 1, Verse 15 bis 17, dass Jesus vor seiner Menschwerdung an der Schöpfung beteiligt gewesen sei und gab ihm damit eine zentrale, alle anderen Menschen überragende Stellung. Da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Also sagt das ja auch ganz klar aus, dass Jesus, wie die Zeugen Jehovas behaupten, eben keine Schöpfung ist, keine Schöpfung sein kann, weil er vor aller Schöpfung war und ist. Und im Brief an die Philipper in Kapitel 2, Verse 9 bis 11, schrieb er über Jesus: Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Martin Luther sagte seinerzeit vor dem Kaiser auf dem Reichstag in Worms im Jahre 1521, wo er Rechenschaft abgeben musste und verklagt wurde: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, dass es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gott segne, behüte und bewahre euch. Er stärke euch in eurem Geist, in eurer Seele und in eurem Leib. Amen.